startet weiter mit dem neuen Katalog. Rundgang Teil 2. Bevor der Luca aus hat, komme ich nochmal live. War gerade noch Teamtraining gemacht beim lieben Stefan. War richtig, richtig schön. Vor allem war wieder ganz neue Leute. Da kommt man sich nicht komisch vor, wenn man immer gefühlt das Gleiche erzählt. Weil ich mache ja nichts anderes oder Neues. Man macht ja eigentlich immer wieder das Gleiche, so als Sensi-Beraterin. Dann haben wir ein bisschen über YouTube erzählt, wie ich das so mache. Und ich halte das ja echt recht einfach, authentisch, ohne großartigen Schnickschnack. Aber vielleicht ist es nochmal auch ganz cool, wenn man nicht so viel Arbeit hat und einfach nur live geht, Video runterlädt und es einfach so reinklatscht. Genau. Und dann habe ich nur über den Shopping-Link erzählt, dass das bei mir eigentlich was ist, was bei mir gut läuft. Ich bin nicht so die Party-Queen, aber eher die Shopping-Link-Queen und die Sensi testen lässt deutschlandweit. Und dann habe ich nur erzählt, wie mein Start am Anfang mit Sensi war, dass ich das gar nicht machen wollte. Und ja, mir Sensi aber nicht mal aus dem Kopf gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, komm, ich hole jetzt Starter-Set. Nur weil ich wusste, man muss nichts machen. Nur drum habe ich es bestellt. Und weil ich die Dufttasche haben wollte mit allen Düften zum Schnuppern. Und weil es ein mega Spaßset war. Und dann habe ich das geholt und habe dann einfach nur noch, ja, ausgetestet. Ich habe wieder was Neues bestellt und habe einfach mit und gesagt, ah, ich habe jetzt wieder was Neues bestellt. Also ich wollte es gerade machen, ich wollte es nur zeigen, weil ich gedacht habe, boah, es gibt so viele, die das bestimmt auch richtig geil finden würden und das auch noch nicht kennen, so wie ich. Also nur das wollt ihr eigentlich, dass das noch mehr Leute sehen, was es Tolles da bei Sensi gibt. Und dann habe ich denen gezeigt, was ich bestellt habe und oh Gott, das war irgendwie gar nichts, war voll der Reinfall. Also ich habe die ganz ehrlich mitgenommen, wie ich was fand. Und dann habe ich wieder was bestellt, boah, und wie geil. Und in dem Raum, da duftet es dann so wie im Wellness-Spa-Bereich. Also ich habe die dann einfach nur mitgenommen und meine Erfahrungen teilt, was ich mit Sensi gemacht habe. Und das kannst du auch. Also kannst du jederzeit bei Sensi starten, weil das ist so eine tolle Möglichkeit und Chance. Also wenn du da Fragen hast, melde dich bei mir. Ihr könnt immer jederzeit in die Teamgruppen 2 Wochen einfach reinschnuppern, gucken, wie die anderen, also was wir da so machen. Könnt euch austauschen, Fragen stellen. Wir haben viele neue, wir haben welche, die schon länger dabei sind. Also jederzeit. Und wir starten jetzt mit dem Rundgang, mit dem zweiten Katalog. Und wir sind, glaube ich, letztens bei den Ventilatoren stehen geblieben. Und zwar auch hier bei diesem Airfry heißt er denn, oder? Sensi Air. Sensi Airfry. Ich bin bei meiner Heißluftfritteuse. Ich denke schon wieder ans Essen, geil. Und zwar Sensi Air Leinen ist das neue Schätzchen. Da habe ich euch aber schon ein Video darüber erzählt, was ich da so toll finde. Habe euch auf YouTube, gibt es auch ganz viel, wo ich euch mitgenommen habe in Orlando oder die verschiedenen Themenräume, wo ich drinnen war, ich glaube auch bei Reels sind die noch gespeichert, wo ich in den Raum bin, wo ich sage, boah, wie geil das da riecht und oh Gott, da wird es mir gleich schlecht und da riecht es voll geil und ja, wo ich von Raum zu Raum gegangen bin, das ist das neue Highlight. Ein Duftventilator, wo ihr wirklich bis zu 95 Quadratmeter beduften könnt, also wenn ihr ein großes Büro habt, wenn ihr eine Wohnung, Haus habt, wo große Wohn-, Essbereich, alles offen ist, also eigentlich braucht ihr nur dieses eine Teil, das ist so genial und wenn ihr den zum halben Preis gern haben wollt, dann bucht unbedingt eine Party bei mir oder lasst euch einen Shopping-Link anlegen, weil dann könnt ihr euch dieses Schätzchen zum halben Preis holen und das ist echt geil. Also ihr werdet es lieben, weil ihr sofortigen Duft habt. Es bleibt kalt, es wird nichts warm. Nur mit dem Propeller, wo da drinnen ist, wird es beduftet und ihr könnt da 1, 2, 3 oder 4 Pots reinlegen. Da ist hier so ein kleines Fach, da seht ihr das, wo ihr die Pots reintun könnt. Die werden mit Pots beduftet. Das hat eine schöne Beleuchtung, das hat einen Farbwechsel oder du kannst eine feste Farbe auswählen. Du kannst sogar so einen Kerzenflackermodus auswählen, zu einem ganz verschiedenen Modis. Und ja, schaut cool aus. Kannst richtig schön hindekorieren. Und ja, also es hat ordentlich Power. Es gibt richtig geilen Duft ab. Es bleibt einfach kalt. Ich finde, es ist sehr robust auch. Also wenn da jemand mal hinrempelt, kann nichts passieren. Oder auch wenn ihr eine Duftlampe sonst habt, da wenn jemand drin hinrempelt, kann natürlich sein, dass mal das Wachs vielleicht verschüttet wird. Und das passiert da einfach nicht. Also das ist das andere Duftsystem. Wir haben hier die Duftlampen mit dem Wachs. Also die Bars heißen die bei uns. Dann haben wir Duftventilatoren mit Pots. Da ist das diese Neuheit dabei. Und dann gibt es noch ein anderes Duftsystem. Das ist der Diffuser mit Duft- und Raumöle. Genau, diese drei Duftsysteme haben wir.
Und da kann jeder das raussuchen, was für einen das Richtige ist. Ich lasse auch alles austesten. Also wenn ich sage, oh, die Duftventilatoren interessieren mich und auch mal eine Duftlampe, dass ich mal einen Vergleich habe, ob mir beides gefällt, ob mir nur eins gefällt, ob alles irgendwie mir gar nicht gefällt, könnt ihr einfach austesten. Eine Woche schicke ich euch das zu. Also könnt ihr einfach probieren, euch mir Bescheid geben. Also ihr gebt mir Bescheid, schickt mir eure Adresse und dann schicke ich das einfach zu euch los. Eine Woche austesten, mir danach zurückschicken. Also ganz unkompliziert und einfach. Unverbindlich ist es bei mir. Genau. Also, wenn ihr da dann extra Fragen habt, schreibt mich immer an. Ihr könnt mich immer anfragen. Ich berate euch lieber dann einzeln, individuell, weil jeder will was anderes. Für jeden passt was anderes. Die Raumgröße, welche Düfte. Für jeden ist was anderes wichtig. Oder will jemand vielleicht nur eine Duftblume oder sagt, boah, ich will jetzt Spaß am Putzen haben. Einfach mal ein bisschen putzen oder waschen, irgendwie sowas austesten. Ich habe damals, glaube ich, mit einer Duftblume gestartet fürs Eingangsbereich oder das Badezimmer. Genau, weil da braucht man keine Steckdose. Die liebe ich auch zum Verschenken. Also wir haben so viele schöne Sachen. Da fragt mich einfach und dann gebe ich euch da Bescheid. Hier geht es dann auch weiter mit den Duftventilatoren. Nehmen wir einen neuen. Ihr habt doch den im Treppenhaus. Den da habe ich im Treppenhaus. Den benutze ich mit der Powerbank. Das ist halt geil. Da den ganzen Tag im Treppenhaus, da ich keine Steckdose, mit der Powerbank einfach mir mal eine dazu kauft. Ach, die ganze Zeit Duft, das ist so geil. Und es hat richtig lang und hält es. Und ja, ich liebe das einfach. Ich habe den hier. Da gibt es einen neuen, es gibt auch noch so einen rosanen und sonst haben wir die normalen Duftventilatoren für die Wandsteckdose. Die habe ich ja im Bad und im Eingangsbereich. Also für alle, die Duft auf Knopfdruck haben wollen, schnellen, sofortigen Duft, ist der hier auch mega. Da gibt es verschiedene Varianten, ob weiß, schwarz mit anderen Mustern. Dann haben wir noch Sensi Go und da haben wir jetzt den weißen, ganz normalen und ohne Beleuchtung, der ist jetzt rausgeklungen. Hi Mona, guten Morgen, meine Liebe. und den ganz neuen, den schwarzen. Den schwarzen habe ich da, da wollte ich ein extra Video machen. Also der hat mich nicht so wirklich überzeugt. Ich mache das jetzt schnell hier mit rein. Und wo habe ich den denn? Warte, ich hole schnell. Also das erste habe ich mich jetzt erst gefreut, weil da geil, endlich mal was mit Batterien. Da hinten ist ein Fach, wo man die Batterien reintun kann oder auch mit dem USB-Kabel. So, jetzt hat der aber keinen Akku, weil ich kenne ja das Vorgängermodell, der hat jetzt keinen Akku drinnen, dass du jetzt sagen kannst, hey, ich stecke den an und lade den auf und dann habe ich einen Akku. Nein, dafür hast du jetzt ein Batteriefach, wo du Batterien reintun kannst. Man kann auch wieder aufladbare Batterien nehmen, also so Akkus oder was? Also so Batterien, wo man wieder aufladen kann. Dann darfst du es aber nicht hier anstecken. Also dann nimmst du die raus, tust die aufladen wieder Batterien, dann kannst du rein. Dann ist es, glaube ich, auch echt super und top und effizient. Aber wenn du Akku gewohnt bist, finde ich das irgendwie doof. Also ich finde den so, sag mal das Positive, er ist kleiner, er ist schwarz, er ist schlicht. Ich finde, der schaut toll aus und schick und edel, passt überall leicht wo rein, ist nicht zu groß, hat wieder den Propeller innen drinnen und die Taschen sind auch weg, wo du unten hast. Du hast nur hier oben diese drei Teile. Also du hast hier einmal, da kannst du, also da tust du das rein. Warte, ich zeig's euch schnell, da ist ein Strich. Hier ist der Strich, hier tust du es rein, dann kannst du ihn rumdrehen. So ist er aus. Wenn du ihn anschalten willst, ich habe jetzt keine Batterien drinnen, ist er hier auf Stufe 1 und wenn du mehr Power willst, Stufe 2. Also du drehst es nur hier rum. Das hat eine einfache Handhabung, ist robust, Kunststoff, passt ohne Beleuchtung. Und der hat sogar 20 oder mehr. 22 Stunden Akkulaufzeit im Eco-Modus, also das ist schon mal geil. Du hast länger als wie bei den anderen. Der andere war 10 und 18 Stunden und da hast du nochmal 4 Stunden mehr, 22 Stunden. Für mich war es jetzt nicht so mein Ding. Ich schaue gleich Mona. Mit der Batterien habe ich ausgetestet. Geht der dann da auch nur die 22 Stunden oder war es komisch? Also ich habe den, glaube ich, nur 2-3 Tage immer ausgetestet gehabt und dann war das schon leer. Und dann habe ich gedacht, toll, da brauche ich ja schon wieder neue Batterien nach 2-3 Tagen. Das hat mich dann genervt. Also da wäre es wieder gut, wenn ihr sagt, hey, ich habe Akkus und so Ladegerät daheim, dann nimmt das, tut's da die wieder aufladbare Batterien, ich weiß nicht, wie man das sagt, die dann rein. Das ist super. Ihr könnt es zwar mit USB-Kabel benutzen, aber nur dauerhaft. Also da müsstet ihr dann vielleicht auch eine Powerbank hernehmen, aber das mache ich ja bei dem schon.
Ich habe meine Powerbank bei dem, da finde ich das auch super, stelle es hin, ich kann das schon ein bisschen größer, hinten drin auch ein bisschen verstecken oder unter dem Unterteil rein, weil da könntest du vielleicht auch das Unterteil kaufen, dann unten rein, da hat wer es halt weiß, schlicht, könntest du auch so auf den Tisch stellen. Aber dass das halt irgendwie so kein Akku, also ich habe halt gedacht bei Sensi Go, dass der, ich hätte es halt cool gefunden, wenn er trotzdem so ein bisschen Akku hat, auch wenn er nicht so lang ist, dann kannst du ihn einfach so mal benutzen. Und dann kannst du ihn wieder aufladen, fand ich ehrlich gesagt besser. Also irgendwie, vielleicht gebe ich dem mal nochmal eine zweite Chance. Ich höre auch gerne eure Meinung an. Wenn ihr wieder aufladbare Batterien habt und die immer wieder aufladet und selber irgendwelche Deko-Lichtdinger habt und die da immer wieder reintut, das heißt, ihr seid gewöhnt, tut man es da rein, dann hast du da ja wohl die 22 Stunden Akkulaufzeit. Aber ja, wenn man nach 22 Stunden wieder aufladen muss. Weil ich habe halt jetzt bei dem einen richtig geile Powerbank, ich glaube eine 10.000 Milliampere war das, glaube ich sogar. Und da habe ich halt die ganze Woche Duft. Ich mache das morgens an, mache es abends wieder aus im Treppenhaus und dann manchmal vergesse ich es auch zum Ausschalten. Dann muss ich vielleicht nach 3 bis 5 Tagen schon wieder wechseln, wenn der Tag und Nacht durchläuft. Aber da stecke ich es halt wieder an, über Nacht, während ich schlafe und am nächsten Morgen mache ich es wieder hin und dann läuft er wieder. Woche, ich muss mich nicht so lange drum kümmern. Das war für mich jetzt selber bequem. Also jeder muss das ja anders gucken und entscheiden. Ich finde es so süß und schlicht und aber irgendwie finde ich es komisch, das zu drehen. Okay, das ist einfach nicht gewöhnungsbedürftig. Und ja, irgendwie, ich finde es blöd ohne Akku. Also klar kann ich auch mit Powerbank, aber ich will eigentlich bei dem, weil das ist so klein und schlicht. Es gibt auch kleinere Powerbank. Vielleicht ist das dann nur was, dass man es dann irgendwo hinstellen kann. Aber ich wollte da jetzt nichts rumschwirren haben. Oder nur mit Batterien. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich sagen, normale Batterien sind mir zu schade. Entweder habe ich da Pech gehabt, dass das halt nach 2, 3 Tagen einfach weg war. Aber es ist ja blöd, so Batterien nach 2, 3 Tagen das wegzuschmeißen. Also dann vielleicht wirklich sagen, hey, probier mit wiederaufladbaren Batterien, wo ich wieder auflade, dann ist kein Problem. Weil aufladen musst du es ja das andere auch. Natürlich halt, anstatt dass es auflädt, die einen Batterien wieder rein oder du hast welche zum Wechseln da, das wäre natürlich geil. Dann hast du immer welche fertig aufgeladen, tust wieder rein und die anderen tust dabei wieder aufladen. Und dann brauchst du nur noch tauschen, dann hast du eigentlich immer das parat. Also da kann ich es mir gut vorstellen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal ein Ladegerät zu kaufen oder schwirrt nur irgendeins von meinem Papa rum, der hat mir schon mal was gegeben. Aber ich glaube, da müsst ihr mal neue Batterien wieder aufladbare kaufen. Also das war so meine Erfahrung, die teile ich hier mit euch. Mit dem Ventilator. Also teilt gern eure Erfahrungen, was ihr so meint. Ansonsten finde ich ihn klein, schlicht, handlich. Es passt soweit alles, aber es ist einfach, ich weiß noch nicht so recht, was sie davon halten sollen. Irgendwie habe ich keine Lust mehr, heute darum zu probieren, das mit den Batterien. Das habe ich ja toll, geht es schon gar nicht mal an. Das war aber jetzt ein kurzes Vergnügen und irgendwie, also auch für die, wo aus meinem Team oder sonst jemand zuguckt oder andere Berater, wo auch nicht aus meinem Team sind, teilt mir eure Erfahrungen. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand das nichts ausmacht, wie mit Powerbank, wenn das jemand so macht wie mit dem, das ist ja super, ist ja eigentlich nichts anderes, nur andere Form, aber irgendwie, da verstecke ich das halt hinten. Ich kann es euch mal zeigen und ja, ich habe halt gedacht, den kurz mitnehmen in eine Tasche, in den Garten, wo raus und so. Oder in jeden Raum hin und her stellen, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich kann euch nur das so sagen. Also ich kann es nicht schöner vorreden. Vielleicht also mit diesen Wiederaufladen-Batterien und wenn du dann immer was parat hast, wechseln kannst, das finde ich top. Endlich mal was mit Batterien, aber ja. Ja? Ja, Keks. Unser Kater kommt gerade. Hallo? Ja? Hallo? Genau, und hier habe ich den dran. Also, okay, da sieht man das Kabel. Man könnte es auch besser hinten dran verstecken oder unten reintun. Aber ich habe das halt hier. Also, wenn ich hier hochkomme und das riecht halt so geil, der Duft. Ich hätte hier auch noch das nur als Deko, die Lampe. Aber ich finde das halt super. Du hast hier halt richtig lang, da habe ich meine Powerbank. Ich schalte es an. Ich finde, es schaut auch schön aus. Das ist auch so Keramik, also das ist so Keramik unten, das ist Plastik. Und dann tust du da einfach die Pots eben mit rein. Das Teil liebe ich einfach. Das ist günstig, das ist geil, mit Powerbank, wenn du was hast. Da habe ich so eine ganz große. Da steht, glaube ich, das dran. Familie. Warte, ich kann es selber gerade nicht lesen. Ah doch, 10.000, genau, das ist so eine 10.000er Milliampere. Genau, so eine haben wir mal geholt. Und da habe ich immer noch ganz viele Strichle. Also da geht nur der erste gerade so, der wird schwächer, der Punkt. Und der läuft halt die ganze Zeit durch. Das kann man natürlich besser nur da hinten verstecken, aber ich will es immer vorne das blaue Licht haben, dass ich sehe, ist an oder nicht. Das hörst du eigentlich auch vom Geräusch. Aber den liebe ich total.
Der schaut schön aus und der macht richtig tollen Duft. Also den finde ich echt super. Und mit dem schwarzen, ich weiß nicht, habe ich ihn rausgestellt. Ja, nee, der ist schon hier. Da weiß ich einfach noch nichts. Vielleicht muss das mal nochmal austesten, aber ich glaube, das würde ich erst machen, wenn irgendjemand in Team geht oder sonst noch irgendjemand was sagt und sagt, hey, das ist voll cool. Ja, also ich bin schon am überlegen, ob ich den nicht hertun und sich jemand anders damit freut. Oder lasse es als Test ausleiten, dass jemand anders probieren kann, wenn er sagt, hey, ihr habt da Bock, das auszutesten, mal gucken. Genau, also da sind die Duftventilatoren. Dann haben wir hier mit dem Luftreiniger, den liebe ich ja auch total. Da gibt es nicht viele Neuheiten. Ja, also ich liebe den gerade, wenn man Allergiker, die ganzen Bakterien, Viren, Rauch, alles, was der rausfiltert, ist Hausstaubmilben. Also der ist echt super und den habe ich jeden Tag. Morgens habe ich den nochmal 2 Stunden Timer an und abends 2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Manchmal tue ich ihn auch noch in Küche schnell rüber, wenn ich was Essen gekocht habe, gerade wenn die Essensgerüche irgendwie so sind. Schwuppdiwupp, das geht dann richtig schnell. Da habe ich den Luftreiniger eben. Da und benutzt den. Dann sind natürlich nur Infos über Whiffbox, Sensi Club, aber da habe ich überall einzelne Videos. Also die Duftblumen, die ist immer noch geblieben. Wir haben jetzt die 3 Blüten, die Dahlia, die Rosenblüte mit der Bell und die Sonnenblume. Achso, vorher hat der Mona noch was geschrieben. Genau, habe ich vergessen. Ich warte gerade auf meinen Erstklässler. Hab gesehen, du bist online. Also perfekt in der Wartezeit. Ah ja, meine muss ich selber abholen. Der hat die ganze Woche um 11.30 Uhr Schule aus. Und ich glaube, es fährt nur um 11:45 ein Bus zurück. Und ich bin gespannt, wie der Stundenplan ist, ob man mehr als 11:45, als wie nur am Donnerstag 11:45 ist, ob man nur mehr Tage hat, wo man mit dem Bus heimkommen könnte. Das wäre natürlich toll, dass ich nicht immer abholen muss, jedes Mal die 3 Ortschaften da fahren. Genau, weil da muss ich jetzt dann auch schon bald losfahren, 20 Minuten ungefähr. Also wie lang hält da ein Filter von dem Luftreiniger? Wie oft muss man den Filter wechseln? Ich habe da nur ein halbes Jahr, dass ich den mal wechsle. Ich glaube, 2 Stück habe ich in einem Jahr gebraucht. Also der erste, wo dabei war und dann habe ich mir, weil ich einen Sensi Club habe, habe ich gedacht, ich mache das schlau, da kann man sich ja immer was zum halben Preis aussuchen. Und ich dachte, anstatt den Wäscheduft, nehme ich den Luftfilter, weil der kostet, glaube ich, 50 Euro, der Ersatzfilter. Dann habe ich nur 25 Euro gezahlt und kann wieder ein halbes Jahr. Also fand ich voll praktisch. Habe ich den schon länger? Ich habe jetzt noch gar keinen dritten Filter geholt. Ich habe den, glaube ich, schon 1,5 Jahre. Manchmal, wenn ich auch sehe, dass der nach einer halben Stunde das schon gereinigt hat, dann mache ich auch schon mal wieder aus. Manchmal mache ich auch zwischendrin an, wenn er rot ist und wenn er gereinigt ist schon nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, mache ich auch schon wieder aus. Also ich mache das ganz individuell, aber morgen mache ich immer Fenster auf, den Luftreiniger an, Fenster dann später wieder zu, den Luftreiniger lasse ich nur laufen. Mach die Betten und so, mach überall die Lampen an, mach Kaffeemaschine an, lass mein Cappuccino raus. Und genau, das ist sehr klug, gell? Oder wenn Shopping-Link auswäscht, dann kannst du da nämlich nehmen. Aber wenn ich nicht immer die Whiffbox brauche und ich nehme gerade meistens immer Wäscheduft oder Textilerfrischer als halber Preis, weil ich dann denke, komm, nachher brauche ich einen eigenen Shopping-Link hernehmen und dann nehme ich das einfach her, um für mich selber ein bisschen zum Sprühen, zum Haben, beim Textilerfrischer oder Wäsche zu waschen und ein Teil, also ich mache immer so halb hernehmen für Kunden zum Austesten, dass sie wieder was abfüllen und halb für mich selber hernehmen. So, win-win. Dann freue ich mich, dann freuen sich meine Kunden, mein Geldbeutel freut sich auch und so mache ich es immer mit dem Sensi Club oder Shopping Link, dann hole ich da was zum halben Preis. Oder ich habe auch schon mal, wo ich ein Duftöl wollte, die kosten ja 17 Euro, ist zwar 15 Milliliter, manche haben ja nur 5 Milliliter, dann ist gar nicht mehr so teuer vom Preis her, aber da habe ich mir jetzt dann auch mal, dass ich da einfach ein Duftöl ausgesucht für einen Diffuser wieder jetzt einen neuen Duft zum halben Preis, anstatt 17 nochmal einen anderen. Genau, aber man kann natürlich am besten, hast du im Sensi Club den Mehrwert bei der Whiffbox, weil du dann da statt 50 nur 25 Euro zahlst oder auch mit diesem Filter, da hast du halt am meisten, wo du für dich rausholst, als wenn du nur eine Kleinigkeit holst und da davon der halbe Preis. Aber das geht ja auch, also so wie man halt gerade Lust hat. Genau, da sind die ganzen Duftblumen drinnen. Ganz neu als Duftrichtung gibt es den Rumpumplum. Den mag ich ja gar nicht, aber die Mona, die liebt den. Und von denen, komischerweise, wenn jemand den selber liebt, mögen die Kunden den alle auch. Nur weil ich das nicht mag. Aber da wahrscheinlich genau die anderen Kunden da. Du hast ja auch schon richtig positives Feedback gehabt, dass die auch fleißig rumpumplum den Duft bestellen, weil der einfach intensiv ist, der hält lange und ist einfach mal was anderes. Und dann gibt's neu den White Pumpkin and Driftwood. So, Lies, muss wieder los. Genau, bye bye, bis bald.
Einen schönen ersten Tag. Bin ja gespannt, wie es ihm gefallen hat. Nächster neuer Schultag. Genau. White Pumpkin and Driftwood ist dann noch neu. Also so ein Kürbis, Duft, ein bisschen herber, herbstlicher. Duft als Duftblume ist da eben auch noch durchgekommen. Ansonsten gibt es noch frische Düfte, Aloe Water und Cucumber, Amazon Rain. Das sind so schöne frische Düfte. Autumn Road Trip ist ein schöner Herbstduft. Black Raspberry Vanilla war ja, glaube ich, eh schon da. Den kann ich als Duftblume nicht so empfehlen. Ich rieche fast nichts. Den hat eine bei mir im Dorfladen bestellt. Den haben wir dann getauscht wieder gegen damals Blue Grotto. Der ist ja jetzt rausgeflogen. Da hat man fast nichts gerochen. Vielleicht war es auch nur Pech, aber ich hatte auch schon mal was. Black Raspberry als Wachs ist super, aber als Duftblume und nochmal, war es als Pot oder Kaba, da hat man nicht so viel gerochen. Christmas Cottage ist ein schöner Weihnachtsduft, gibt es die Duftblume. Clothesline hat so einen schönen frischen Wäscheduft. Cozy Cardigan eher was Gemütliches, Kaschmir, Kuscheliges. Cranberry Candy Cane ist so ein fruchtiger, süßer, ja, so zuckersüßer Kinder-Weihnachtsduft, hätte ich gesagt. Fluffy Fleece ist auch so frische Wäscheduft mit Moschus, intensiv. Chamois Thyme ist auch intensiv mit Fräschen, mit Lavendel. Luna ist eher was Zartes, Leichtes. Da rieche ich auch wieder überhaupt absolut gar nichts. Meine Mama hat gar nichts gekonnt. Den habe ich nie mehr. Der war für mich der schlimmste Duft. Aber ich weiß auch, dass andere den schon bestellt haben. Aber also ich glaube, den Luna würde ich nur empfehlen, wenn jemand ganz empfindlich ist und dass es ja fast nicht riecht, nur ganz, ganz dezent. Dann könnte der vielleicht bei Luna was riechen. Ich rieche nichts, aber vielleicht habe ich auch zu viel Duft. Pineapple Mango ist ein schöner, fruchtiger Duft. Also wenn ihr was Sommerliches, Fruchtiges, gute Laune haben wollt, Pineapple Mango ist Ananas-Mango-Duft. Pink Cotton ist ein schöner, frischer Wäscheduft mit so leicht süßlich, mit Vanillezucker und frischen roten Beeren. Rum-Pum-Plum ist was Intensives, Würziges, Rummäßiges, Starkes, Kräftiges. Sea Salt und Avocado ist wieder ganz, ganz frische Pflanzenextrakt. Das ist eher frisch ohne Schnickschnack. Sleigh Ride, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein weihnachtlicher Winter, Weihnacht. So Waldduft, glaube ich, war das ein bisschen. Vanilla Bean Buttercream ist ganz viel intensiver Vanilleduft. Und Winterberry Apple Tea ist ein schöner Weihnachtsduft, wo es so ein richtig bärigen Winterfrüchtetee ist. Genau, das gibt es alles als Duftblumen. Dann würde ich so nur durchgehen. Ja, jetzt bloß so nur sein Gaumenspray gibt es wieder. Hier habt ihr wieder die Wahl für die Duftsäckchen. Kabas, Reisetwister und Sensackel. Die gibt es jetzt immer nur noch im Dreierpack. Und dreimal der gleiche Duft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man die auswählen kann. Ja, enthält drei Scentsäcke mit demselben Duft, also immer nur der gleiche Duft. Genau. Und die Duftsäckchen, sind für die Kuscheltiere, die sind für die Kleiderschränke, für Schubläden. Könnt ihr auch ein Auto und Sporttaschen, Handtaschen überall hin tun. Also sind echt super. Halten auch richtig lange, finde ich. Dann haben wir hier wieder schöne Neuheiten bei den Kindern. Da ist dieser Axolotl, den haben wir ja schon zu Hause. Und zwei kleine Buddyclips, den Elefanten gibt es neu und die Giraffe. Und was neu wieder zurückkam, was wir schon mal hatten und jetzt auch mit Schäfchen gibt und zum Hasen, sind die für Kinder diese Schnuffeltücher, diese kuscheligen. Und Blankie Buddies heißen die. Mit ihrer butterweichen Plüschoberfläche, seidig glatten Innenfutter und einem babyfreundlichen Duft, ein echter Kuschelfaktor. Also für eure kleinen Schätze, voll viele freuen sich, dass es die endlich wieder gibt, weil die so toll fanden. Und es ist auch wirklich zart und kuschelig und da kann einfach nichts passieren. Und man hat einen schönen, duftigen, leicht duftigen Kuschelfreund. Genau. Dann machen wir noch hier die Wäschedüfte. Da gibt es einen ganz neuen Duft, den Frosty Air. Den habe ich nochmal bestellt, weil der erste ist weg. Genau, das hat nicht ganz ausgereicht für die Proben. Die ersten haben nur gekriegt. Ich glaube, die in Sensi Club hatten, die haben den Frosty Air Duft nur gekriegt. Und der Rest, ja, oder habe ich nur gewartet, bis ich nochmal Nachschub habe und dann für alle mal wieder das machen kann? Ich weiß es nicht mehr. Genau, also Wäscheduft, Textilerfrischer und Waschmittel. Das ist ein Konzentrat, da braucht ihr nur wenige Pumpstöße. Dann haben wir auch noch die Reinigungsmittel, Badreiniger, Counterclean ist so ein schöner Allzweckreiniger und ein Allzweckreinigerkonzentrat. Wenn ihr sparen wollt, ganz günstig rankommen wollt und günstig selber abfüllen wollt, holt euch eine schöne Sprühflasche, die euch gefällt und holt euch das Allzweckreinigerkonzentrat, weil da habt ihr richtig, richtig geilen Duft.
ein super Erfolgserlebnis, der macht richtig geil sauber und ihr müsst nur ganz wenig hernehmen und zahlt dann wirklich nur so viel, wie wenn ihr im Discounter was holt. Also wenn ihr dann sparen wollt und sagt, ihr wollt was günstiger, dann schaut euch den Allzweckreiniger Konzentrat mal an. Das ist eine ganz große Flasche, wo ihr da mischen könnt. Nur so eine Daumenbreite, ein, zwei Daumenbreiten tue ich ungefähr von dem Mittel rein und dann einfach mit Wasser auffüllen. Ihr könnt es ja selber benutzen, mit der Mama teilen, mit der Freundin oder sagen, hey, wir holen zusammen dieses Konzentrat. Was kostet das Konzentrat-Ding? 28 Euro, wenn jeder nur die Hälfte zahlt, 14 Euro für jeden und dann habt ihr ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, je nachdem, wie viel ihr putzt, von diesem geilen Sensi-Duft. Also das lieben ganz viele. Ich nehme immer, bin zu faul zum Umfüllen, ich zahle halt dann mehr mit meinem Badreiniger und Sprühreiniger, aber ich liebe die und ich hole die einfach so, weil ich zu faul zum Umfüllen bin. Aber für alle, die sparen wollen, ist der Allzweckreiniger Konzentrat richtig super. Es ist natürlich auf Zitronensäurebasis, also vegan und tierversuchsfrei. Also wenn ihr da was wollt, wo toll sauber macht und richtig geil duftet, müsst ihr euch den auf alle Fälle mal holen. Dann haben wir auch noch Duschgel, Handcreme und Handseife. Da gibt es auch so ein Sparset, Feuchtigkeitsmedley heißt es. Da gibt es eine neue Duftrichtung in Pink Coconut. Und den Starburst Sky gibt es ja immer noch. Den hat mein Mann jetzt das Duschgel auch schon benutzt. Und auch eine Badewanne, weil der ja immer reingeht, tut auch mal ein paar Sprühreine. Der liebt den Duft auch als Mann sogar. Aber der ist echt so ein geiler Duft. Und ich bin froh, dass der Starburst Sky immer noch drinnen ist. Ihr hättet auch noch Glacier Water, Jammy Time, Just Breeze zum tief durchatmen, Luna und Pink Coconut ist der ganz neue Duft davon. Genau, dann haben wir Diffuser, die ganzen Diffuser-Schirme. Also wenn ihr einen Diffuser mal kauft und sagt, oh, mal zum Umdekorieren, ihr könnt die Schirme auch einzeln kaufen oder einen Shopping-Link anlegen lassen und sagen, hey, ich suche mir so einen mal zum halben Preis raus. Da habt ihr aber richtig viele Möglichkeiten oder eine Party bei mir zu buchen. Richtig tolle Sachen. Also ich mache das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wenn ihr was wissen wollt, dann gebt mir gerne Bescheid. Hier ist noch der andere Diffuser. Der andere ist rausgeflogen. Wir haben nur noch den mit dem Blumenmuster. Den habe ich am Eingangsbereich stehen, falls ihr schon ab und zu die Stories geguckt habt. Und da haben wir neue Öle. Zwar vier Stück. Einen in der Kategorie ausgleichend, einer bei beruhigend, einer bei wohltuend und einer bei aufmunternd. Und ich habe mir zwei Stück davon rausgesucht, wo ich austesten werde für euch. Und zwar bei ausgleichend gibt es neu den Duft Orchard Pear and Apple. Und zwar ist der mit Obstbirnen und goldenen Apfelhaine Säumen Lavendelfelder. Also Obstbirnen, goldene Apfelhaine und Lavendelfelder habt ihr da mit drinnen. Dann bei beruhigend ist neu der Morning Air and Mountain Rosewood. Ein Hauch von frischer Luft an einem frischen Morgen, wenn die Sonne über Rosenholz und Ember aufgeht. Und jetzt spürt es schon, den Duft habe ich mir ausgewählt. Ich dachte, wow, das klingt schon so toll. Morning Air and Mountain Rosewood. Also frische Luft mag ich gern. Rosenholz, wenn die Sonne aufgeht, mag ich ja auch. Rosenholz ist bestimmt so schön gemütlich, dass das so was Gemütliches schafft. Und dieser Ember eben auch. Na, ich dachte, komm, das probiere ich mal aus. Mal gucken, wie der so ist. Und das klingt halt schon so schön. Ein Hauch von frischer Luft an einem frischen Morgen. Wenn die Sonne über Rosenholz und Ember aufgeht. Oh, herrlich. Bin schon sehr gespannt, wenn es kommt. Ich hoffe, die Woche kommt die Bestellung. Dann bei wohltuend ist neu der Creamy Vanilla and Nutmeg. Füllen Sie Ihre Tasse mit aufgeschäumter Milch, cremiger Madagaskar-Vanille und einer Prise gemahlener Muskatnuss. Also auch für alle, die wo es ein bisschen vielleicht so leicht, ja, wohltuend ist, warm und vertraut wie eine herzliche Umarmung. Den habe ich nicht ausgetestet, aber ihr könnt mir gerne Bescheid geben, falls ihr den geholt habt. Also aufgeschäumte Milch mit leckerer Vanille und ein bisschen Muskatnuss, der war auch, den hole ich mir wahrscheinlich das nächste Mal zum Austesten. Und was ich mir jetzt noch geholt habe, der letzte neue Duft von Aufmunternd. Lassen Sie sich aufhäutern und beflügeln Sie Ihren Geist. Drum habe ich immer so gute Laune, oder? Und zwar neu Blackberry Plum. Kräftige grüne Blätter lassen saftige Brombeeren und wilde Pflaumen erstrahlen. Da bin ich gespannt. Grüne Blätter ist bestimmt sehr frisch, grün, so richtig geil, richtig krass frisch. Und dann saftige Brombeeren und wilde Pflaumen dazu. Nur was fruchtigen Touch, was Frisches, Fruchtiges. Also es könnte genau mein Geschmack sein. Ich hoffe sehr, nicht, dass ich wieder richtig sage, oh. Aber auf alle Fälle mal einen Diffuser austauschen, dann ist ja wieder milder, als wenn man so riecht. Das sind die neuen Duftöle, wo es gibt ganz neue vier Stück.
Dann kommt natürlich die Harry Potter Kollektion. Da bleibt eigentlich alles gleich. Und Stitch Angel haben wir natürlich auch. Gerade die Duftblumen, die Duftlampe, die Bars Angel und Stitch und den Stitch Buddy mit Scentpack ist dabei. Winnie Pooh, da haben sie ja eine neue Duftlampe. Also war ja letztes Mal, glaube ich, schon eine neue, kleinere, süße Duftlampe. Und der Winnie Pooh Duft ist voll. Den mögen voll viele, den Duft als Bar oder als Pot. Auch viele Männer, viele Familien, wo Mann und Frau beide den Duft mögen. Es ist zwar eigentlich, ich sag mal, Kinderduft oder Winnie Pooh Duft. Aber wandern sie durch einen freundlichen Wald, der von Baumwollblüten, wildem Jasmin und süßer, sanfter Vanille durchgezogen ist. Und es ist so ein schöner, angenehmer Duft, wo man sich hinlegen und wohlfühlen will. Also den fanden richtig viele Männer auf meiner Homeparty toll. Oder aber auch die Frauen, also eigentlich alle gleichermaßen, die ganze Familie. Und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da noch nichts probiert habt und sagt, oh, Disney, das ist alles vorübergegangen, probiert mal den Disney Pot. Der Pot ist mega, genauso wie der Bar als Wachs mal aus. Der heißt 100 Ars Wood. So schaut der aus. Und so schaut der Pot aus, so lila. Und hier. Genau. Ja, dann haben wir noch eine neue Spendenduftlampe, wo wieder fleißig gespendet wird. Die leuchtet nicht. Die ist in so einem, wie ein Strick, gestricktes Muster. In weiß, aber Keramik natürlich wieder, ohne Beleuchtung. Wer was Weißes, Schlichtes sucht und wieder was Gutes tun will, da wird wieder wirklich was gespendet an gemeinnützige Organisationen, wo ihr einfach anderen unterstützt. Also da wird wirklich, die Spenden gehen an gemeinnützige Organisationen in Europa. Und ihr könnt auch selber mitbestimmen, wohin das gehen soll, immer mit abstimmen. Also wenn ihr da unter diesen Spendensachen geht, teilen Sie uns Organisationen und Initiativen mit, die wir unterstützen sollen. Reichen Sie Ihre Nominierung auf sensicharitablecause.com ein und dann könnt ihr euch da eure Ideen mitbestimmen. Das finde ich richtig toll. Da kann dann jeder sagen, wo er das gerne jemand unterstützen möchte. Und dann natürlich noch über das Starter-Set die Business-Möglichkeiten. Jetzt neu mit QR-Code. Da findet ihr dann auch den Vergütungsplan. Sensi macht gar kein Geheimnis draus, was ihr verdienen könnt, was alles möglich ist. Ihr habt keine Verpflichtungen, keine Mindestpartys oder irgendwelche Bestimmungen. Ihr holt das Starter-Set, könnt entscheiden, wollt ihr was machen daraus, wollt ihr nicht, wollt ihr es einfach mal probieren. Ihr habt nichts zu verlieren. Man hat keine Ladengebühr, wo man zahlen muss, kein Lager, wo man einräumen oder erstmal vorstrecken muss. Ihr habt das Starter-Set, damit habt ihr alles gegeben, um zum Starten, zum Zeigen, was es so gibt. Und wenn man sich selber nach und nach mal irgendwas holt, ein Shopping-Link sich selber anlegen lässt und da was kostenlos zum halben Preis raussucht, da habe ich es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme ein, zwei Würfel her von meinem Duft, mach da ein paar Proben, der Rest ist für mich und habe mir mal Mini-Ventilator geholt und habe gesagt, Mai, wenn es jemand mal austesten will, gebe ich das jemandem gleich einfach mal 3 Tage mit. So habe ich das gemacht, da kann man ganz easy einfach gucken, mit dem, was man wirklich hat, zur Verfügung stellt. Einfach das austesten lassen und gucken, ob jemand bestellt. Oder am besten Sensi verschenken immer, wenn jetzt irgendwelche Anlässe sind, Geburtstage, Weihnachten, Feiern, wenn man wo eingeladen ist. Und dann hat man nicht viel Arbeit, verschenkt einfach Sensi, bekommt ja immer ein bisschen Provision zurück. Und im besten Fall hast du jemanden, wo einfach sagt, oh, ich will nochmal so die Duftblume nachbestellen. Und dann hast du deine ersten Bestellungen, ohne dass du viel Aufwand hast, wo du sagst, hey, so ein bisschen Taschengeld nebenbei, das wäre was für mich, das klingt gut. Oder wenn du auch mehr willst und sagst, ich habe keinen Bock mehr in meinem Job oder die vielen Ferien, ich will einfach Stunden reduzieren, mehr für mein Kind da sein oder in Urlaub gehen oder habe irgendeinen großen Herzenswunsch, dann probiere das. Hier hast du die Möglichkeit. Sensi gibt dir Wertschätzung, Anerkennung, kostenlose Teamtrainings, Riesenteam an die Hand, Ideen, Input. So viele Möglichkeiten, dass man auch auf Märkte gehen kann, selbst bei Märkten sogar auch verkaufen darf, was viele ja nicht haben. Du kannst, egal wie du das führen willst, dein Sensi-Geschäft, kannst du das aussuchen, ob du es komplett offline machst, ob du Homepartys machst, ob du gar keine Partys machst, ob du sagst, einfach nur, dass jemand nachmittags einen Kaffeeklatsch, nachmittags kommt einfach jemand vorbei, kann Düfte schnuppern, die Dufttasche hast du ja beim Starter-Set dabei, brauchst nur ein Wasser hinstellen oder vielleicht einen Kaffee machen, kann man Düfte schnuppern,
Wohnung angucken, deine ein, zwei Lampen vielleicht angucken, was du schon hast. Und dann einfach gucken, wenn sie bestellen wollen, bestellen sie was bei dir. Also ihr könnt das so ganz individuell machen, wie es in euer Leben reinpasst, wie ihr euch wohlfühlt und auch die Komfortzone verlassen und euch trauen, weil ihr wächst daran, ihr findet den Glauben an euch selber, was auf einmal alles möglich ist. Also ihr habt hier die Chance, wirklich dran da ganz tolle Sachen zu machen. Und ja, die vorletzte Seite ist noch kombinieren und sparen. Hier habt ihr eine Dufttabelle von was es alles in den Duftrichtungen gibt, also Sensibar, Raumspray, Scent Circle, Scent Pack, Reisetwister, Kaba, Sensipots und Duftblumen. Dann seht ihr immer, boah, ich liebe voll Amazon Rain. Gibt's denn, was gibt's da sonst noch von dem? Und dann siehst du, hey, da gibt's ja alles. Da gibt's das Raumspray, da gibt's die Duftsäckchen, da gibt's den Reisetwister, sogar die Duftblume. Und dann könnt ihr immer gucken, wenn ihr Lieblingsduft habt. Und dann seht ihr immer, bam, 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 da gibt es alles davon. Oder hier gibt es ein paar einzelne Sachen davon. Oh, da gibt es nur einen in der Kategorie. Und dann kannst du da immer nachgucken, oh, was gefällt mir denn da Schönes. Und am Schluss habt ihr das zum Aufklappen mit alles auf ein oder zwei Blicken, was es alles so von Sensi gibt. Alle Duftlampen von den Preiskategorien von unten aufwärts, alle Mini-Duftlampen auf einen Blick. Dass, wenn ihr was sucht oder die bunten Glühbirnen, Zubehör, Wiffboxen, die Untersetzer, Wandstecker, Unterteil, wenn ihr sagt, ihr habt eine mit Wandstecker gekauft, die hätte gerne aber nur ein Unterteil, dass ihr mal die Mini-Duftlampe auch mal auf den Schrank, auf den Unterteil setzen könnt. Also lauter so Zubehörsachen ist alles da so mit dabei. Da habt ihr wirklich alles an der Hand und ich berate euch ganz gerne individuell, wie es für euch am besten passt. Schickt euch eine Duftpost zu, wenn ihr sagt, ah, ich will mal einen Katalog, eine Duftpost haben, das ausprobieren, dann meldet euch sehr gerne. Und natürlich dürft ihr jederzeit in unsere Teamgruppen 2 Wochen reinschnuppern und euch austauschen, gucken, was gibt's bei uns so zu sehen und könnt euch austauschen, wenn ihr Fragen habt. Also jederzeit gerne, ihr müsst euch nur bei mir melden, einfach fragen, ich beiß nicht und ihr könnt mir wirklich alles fragen. Also alles und zu jeder Zeit. Ich antworte euch schon, ich mache das voll gern und freue mich, wenn ich da einfach mit euch austauschen kann, denn mir macht es ja voll Spaß, über Sensi zu reden. Und dann finde ich es immer schön, wenn ihr euch meldet und Fragen habt, dann bin ich gerne da. Dann könnt ihr alles austesten von mir, alles ausprobieren, alle Fragen stellen, alles, was ihr wollt. Genau, also schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Falls ihr ein Shopping-Link wollt, falls ihr Fragen habt, meldet euch, ich bin da. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!